Am Freitagabend wurde das 20. Kurt-Weill-Fest im Anhaltischen Theater feierlich eröffnet. Nach Berlin im Licht im Jahr 2011 lädt man nun mit der Hommage à Paris zu einer Reise in das Paris der 30er Jahre ein. War zu dieser Zeit Paris ein Zufluchtsort für viele Exzellenten, die dem Terrorregime der Nationalsozialisten entkommen wollten, so führte auch Weills Weg in diese lebhafte Metropole. Dennoch ist die Bedeutung für seine Heimatstadt des in Dessau geborenen Komponisten bis heute nicht vergessen. Ja, Kurt Weill ist einer der ganz wichtigen Repräsentanten der Stadt Dessau, der zurückweist in eine der spannendsten Zeiten überhaupt in Deutschland oder in Europa, mit der Zeit der Weimarer Republik. Er steht praktisch, wenn man so will, in einer Linie mit den Bauhäuslern hier, auch wenn er da schon in Berlin war, nicht mehr in Dessau. Aber er ist eine unglaublich wichtige, zentrale Figur in der deutschen Kultur, in der internationalen Musikszene und damit natürlich ein wunderbarer Botschafter für Dessau. An 17 Festspieltagen werden mehr als 50 Konzerte an 21 Spielstätten in Dessau-Roßlau, Bitterfeld-Wolfen und der Lutherstadt Wittenberg gegeben, sodass sich mehr als 200 Künstler aus 20 Ländern für das Kurt-Weill-Fest die Ehre geben. Na, erstmal sind es ganz wunderbare Kooperationen ja hier vor Ort mit dem Anhaltischen Theater, mit dem Bauhaus, mit vielen Spielstätten, die wir bespielen können, vom Elbewerk bis zur Auferstehungskirche. Wir sind aber auch ja in Wittenberg und in Bitterfeld zu Gast. Und was die Künstler betrifft, um von hier wieder anzufangen, wir freuen uns sehr, dass die Jugendbig Band Anhalt zum wiederholten Mal jetzt ein Konzert ganz neu für uns entwickelt, wo wir Arrangements in Auftrag geben, auch bei tollen Arrangeuren. Aber es ist das MDR-Sinfonieorchester wieder dabei, was ja international wirklich ausstrahlt. Die großartige, fantastische Sängerin Utik Frerer, die in Boston lebt und international arbeitet, kommt zu uns als Residenzkünstlerin. Es gibt viele französische Künstler natürlich jetzt, die zu dieser Hommage à Paris zu uns kommen. Also es ist ein wirklich international besetztes Festival. Zur Eröffnung präsentierte die in Boston lebende Österreicherin Ute Quera als Artist in Residence Lieder wie One Life to Live und Yukali aus dem Repertoire Wilds. Die Schirmherrschaft für das 20. Kurt-Weill-Fest übernahm in diesem Jahr der französische Botschafter Maurice Gordeau-Montagne und Ministerpräsident Dr. Rainer Haselhoff. Neben der musikalischen Vielfalt wartet auf die Gäste auch ein abwechslungsreiches Begleitprogramm. Egal ob Filmvorführungen, Sonderführungen, der Ausstellungsbesuch oder das internationale Symposium Weill und Frankreich, für jeden Geschmack ist etwas dabei und selbst für die Kleinsten hält das Kurt-Weill-Fest ein eigenes kleines Programm bereit. Ja, wir machen, also es gibt mehrere Programme für Kinder, Kinderkonzerte, Familienkonzerte, unter anderem mit dem ganz wunderbaren französischen Drehorgelspieler Pierre Charial, was eher so Jahrmarktsmusiken, Straßenmusikgeschichten sind. Sowohl in Wittenberg als auch in Dessau. Und wir machen gemeinsam mit der Bauhauspädagogik wieder ein Schulprojekt, ein Education-Projekt. Also da geben wir uns auch wirklich sehr viel Mühe, dass die Nachwuchsarbeit nicht nur auf der Bühne sich wiederfindet, also als Podium junger Künstler, sondern dass wir eben auch ganz klar Angebote an junge Familien und an Kinder machen. Von 1933 bis 1935 lebte und arbeitete Kurt Weill in Paris und schuf Werke wie Die sieben Todsünden und Marie Galant. Diese geben auch dem Festspielprogramm des 20. Kurt-Weill-Festes das richtige Fundament. Und falls Sie Lust haben, eine kleine heimische Reise nach Paris zu unternehmen, sollten Sie sich beeilen, denn der größte Teil des Programmangebotes ist schon fast ausverkauft.